Ich wusste es nicht. Nur 300. Soll ich noch den Kaktus holen? Schön. Fest your eyes upon this spiky boy. You wouldn't believe how long I searched for it at the exalted land of cacti. Just to get me phalanges on one of these. Finally unearthed it at the white desert of Mub. It did not start there, however, you see. Tis a traveling cactus. Ye never see it move, but boy does it get around. Okay. Wild. So. Ach du Scheiße, die Welt brennt. This is no bueno. Oh Gott. Oh Gott, ich wusste es. Ich dachte, er würde es. Oh mein Gott. Panik entsteht, als eine neue Supertuberkulose aus dem Labor kommt. Ärzte gehen davon aus, dass ältere Menschen am anfälligsten sind. Kritiker stirbt an Blutvergiftung, nachdem er sich versehentlich mit einem Stift gestochen hat. Lokaler Archäologe stirbt auf mysteriöse Weise, nachdem er den ältesten Käse der Welt entdeckt hat. Wissenschaftler sind verblüfft. Ein Wilderer wurde in einem scheinbaren Racheakt von einem Rodelbergkatzen zu Tode geprügelt. Der berüchtigte Identitätsdieb verschwindet, aber ist er wirklich tot? Wir können nie sicher sein. Maler starb, weil er zu viele giftige Dämpfe eingeatmet hat und seine Experimente mit hellen Farben freigesetzt wurden. Lightning Truss, was? Achso, Beleuchtungsträger stürzt auf einen Sänger am am örtlichen Konzertort. Dann lesen Sie unsere Vorschau auf die bald erscheinende Erweiterung zu Peacecraft. Es wird ein lebensveränderndes Ereignis und übermäßiger sitzender Gaming-Lifestyle führt zu einer Zunahme von Gesundheitsproblemen. Wollt ihr mich veralbern? Ein Brief. Wundervoll. Okay. Schau her, Grimm. Wie wäre es, wenn wir einige brandneue Methoden zur Stärkung des Gleichgewichts ausprobieren würden? Ich habe großes Vertrauen in diese Techniken, die eher struktureller Natur sind. Kontingent des Tages, insgesamt müssen zwei Menschen sterben. Die Menschen an gegenüberliegenden Enden des Profilbündels müssen sterben. Ja, dies könnte der Schlüssel sein. Schicksal. Das wäre diese Person und diese Person. Okay. Warte, ich würde. Das ist jetzt die Geschichte des Käses, oder wie? Seitdem ihr Museum den ältesten Käse der Welt in die Hände bekam, kann Onville nicht aufhören, darüber zu sabbern. Sie fragt sich immer wieder, wenn es wirklich ein verbotener Snack ist, warum sieht er denn so verdammt lecker aus? Okay. Und 75, Adira Perez. Adira ist vor ein paar Jahren in die Rente gegangen, nachdem sie das Gefühl hatte, genug Geld gespart zu haben, um bequem leben zu können. Ihre Urlaubspläne wurden aufgrund der jüngsten Ausbrüche der Supertuberkulose auf Eis gelegt. Ja. Wissenschaftler. Ich
Gleich nach seinem Abschluss ging Caleb zur Arbeit an die Alcidia Institution, wo sie seltsame experimentelle Krankheitserreger erforschten. Ziel ist es, einen möglichen Durchbruch in der Regeneration menschlicher Zellen zu erzielen. Ist eine ziemlich gefährliche Arbeit, da oft sehr scharfe Instrumente zum Einsatz kommen. Okay. Und ein Editor. Samuel ist ein Redakteur mit einer tragischen Vergangenheit, die er immer für sich behalten hat. Jeden Tag nagt es an ihm und verursacht tiefes Leid, das niemals gelindert werden kann. Um alles zu betäuben, ist er süchtig nach Schmerzmitteln geworden, die oft dazu führen, dass er mythologische Dinge halluziniert. Ich wünschte, ich könnte das Schweinchen füttern. Guck mal, es ist am Ver... Ich krieg keine Münzen. Was ist das Problem? Es stirbt langsam. Ich will dem Schweinchen Geld geben. Ich hätte nicht alle Münzen da reinstecken sollen, sondern nur eine. I'm regurting, okay? Ich regurte ganz viel. Okay. Weißt du was? Ich mach's einfach wie immer. Nein! Nein! Ich hätte es nicht machen sollen. Kann ich denn... Warum kann ich das nicht mehr sehen? Weil es so schlecht geworden ist. Oh Gott. I'm so scared. Ahoy! A pleasure to see ye again. Ich hab nicht genug für den... Ich hab gleich genug Geld fürs Upsi, aber ich kann nur einen Upsi wegmachen. Ach, Grim. Grim, my fellow colleague. I have been deliberating a matter. Perhaps you can be of assistance. Grim, mein Kollege. Mein Kollege ist es auch schön. Danke, Google. Ich habe über eine Angelegenheit nachgedacht und vielleicht kannst du mir behilflich sein. Okay. Okay. Should I become a writer? I could write many compelling works of fiction. I am an antique, after all. I have much experience. Soll ich Schriftsteller werden? Ich könnte viele fesselnde Romane schreiben. Ich bin antik. Ich bin ein Antiker. Keine Ahnung. Ich habe viel Erfahrung. Sicher, warum nicht? Steht mir nicht zu, das zu sagen. Oder... Schulterzucken kann nicht schlechter sein als einige der Autoren da draußen. Sicher, warum nicht? Why not? Indeed. Why not? Stimmt. Warum? Warum nicht? Warum nicht? I shall continue my contemplation. But for now, it is time for daily feedback. Ich werde weiterhin darüber nachdenken, aber jetzt ist es Zeit für unser tägliches Feedback. Ah. All the files are in order. Excellent work. You are a testament to meticulousness. Ah, alle Dateien sind da, oder alle... Ja, Dateien sind in Ordnung. Ausgezeichnete Arbeit. Sie sind Beweis... Oder du bist Beweis für Akribie. Meow. Well, off you go now. I must return to my deliberations. Meow. Okay, geh nun. Ich muss weiter darüber nachdenken. Okay. Ich hab den Upsi nicht gekauft. Oh nö, I'm an idiot. Ye drive a hard bargain, matey. But Mortimer does love a good scuffle. Gib mir Avast. Den Upsi. This tale is beyond reproach. We were sailing the high seas when we found a shipwreck full of these off the coast of the Wild Wakes.
has power to erase even the most dreadful of mistakes. Used it to erase one of my risky love letters. And you know what? Never heard from the love interest again. Amazing little thing. Okay. Okay, Katzenohren. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir heute Abend leisten. Oh, da ist jemand Neues. Ups. Oh Gott. Okay, wir gucken uns an, was alles passiert. Menschliche Regeneration steht vor der Tür oder ist es nur ein Wunschtraum? Wütender Redakteur wegen gewalttätiger Rache verhaftet. Der Fluch des alten Käses erfordert sein nächstes Opfer, als der örtliche Korrektor bei der Arbeit stirbt. Super Tuberkulose, Todeszahlen steigen. Cosmopolis, Cosmopolis ist Austragungsort des letzten Spiels der Basketballsaison. Schalten Sie ein oder feuern Sie das Heimpublikum in der Arena. Achso, schalten Sie ein oder feuern Sie das Heimpublikum in der Arena an. Und atemberaubende Graffiti überall in Cosmopolis City verteilt. Da ist etwas Unheimliches an Ihnen, bemerken Kritiker. Okay. Alle in der unteren Reihe müssen sterben. Okay, das ist, ich sehe Graffiti, Basketballspieler und Spy. Ich glaub dem irgendwie gerade nicht. Sollen wir alle mal leben lassen? Also, ich hoffe, du bist immer noch motiviert von unserer Bewertungsdiskussion. Wir versuchen eine andere strukturelle Methode aus. Du musst genaue Präzision ausüben. Alle in der unteren Reihe müssen sterben. Aber das Basketballspiel, hier... Osip, der als Student der Soziologie begann, ist gerade auf dem Weg, um der highest scoring Power Forward in der lokalen Basketballgeschichte zu werden. Wenn er nicht trainiert oder studiert, hilft er oft in der Community. Nein, ich lasse den nicht sterben. Da! Es ist mir egal! Nicholas Zhao, ein Spion. Nicholas wurde nach Cosmopolis City, um seinen Rivalen, die nationalen Geheimnisse des Rivallandes herauszufinden. Und niemand, okay. Niemand verdächtigt sie, weil er ein guter, gut integrierter Sleeper Agent ist. Der Erfolg der Mission könnte sich als katastrophal erweisen. Zur Deckung gründet er eine Familie, obwohl Nicholas ihnen immer mehr zugetan ist. Ich gehe jetzt einfach nach Gott. Okay. Aktuell sieht's gut aus. Aktuell sind alle Minusse weg. Ich rebelliere. Graffiti Artist und Business Person. Während des Tages ist Andres ein kleiner Entrepreneur, der der
Doch insgeheim ist er ein naiv impressionistischer Maler. Seine Graffiti sind an vielen Wänden zu finden und werden nachts anonym angebracht. Anderes vermutet, dass seine Kunst mystische Kräfte hat und versucht schönen Häusern positives Karma zu verleihen. Es ist unklar, ob sie die volle Kontrolle über diese Kräfte haben. Ob er die volle Kontrolle. Weißt du was? Nein. Soll ich das? Bisher lief es ganz gut. Soll ich das wegmachen als Upsi? Weil ich bin immer noch traurig, dass die Lampe nicht mehr funktioniert. Okay, ein Dieb. Sueda aus dem Ocean Stab. Sueda, hat. Okay, der wird in einem Käsemuseum sterben. Sueda plant schon seit Jahren den Bau eines schicken Museums. Was? Nicht den Bau. Ein schickes Museum zu beklauen. Daher weckte eine Ausstellung antiker Städte natürlich sein Interesse. Eigentlich sollte er sich um einen vorläufigen Scan handeln, um die Situation einzuschätzen. Doch als er den ältesten Käse der Welt sah, verspürte er das starke Bedürfnis, ihn sofort zu stehlen. Oh no! Okay. U-Bahn-Betreiber oder U-Bahn-Fahrer. Sigismund wird von den selbstmörderischen Menschen heimgesucht, die er überfahren musste, obwohl er nichts hätte tun können. Er hat begonnen, eine Reihe Liebesromane über einen nihilistischen Essenslieferanten und einen religiösen Bibliotheksmitarbeiter zu schreiben. Im entscheidenden Moment rettet einer von ihnen den anderen davor, vor eine U-Bahn zu springen. Ja, let's go. Warum ist wieder alles auf Minus? Das gibt's doch nicht. Okay. Wilton Singh. Wilton Singh ist ein sehr... Was ist denn? Was ist ein Logistisch? Logistikkoordinator. Wilton ist ein sehr kompetenter Logistikkoordinator. Sein Spitzname bei der Arbeit ist Smooth Operator. Er wendet diese Fähigkeit auch an, um zwei getrennte geheime Familien zu verwalten. Ich sehe nicht den Grund, warum ich ihn sterben lassen sollte. Vor allem, da ich nicht sehe, was... Warum ist diese Person eben gerade die einzige... Ah! Ich hätte auf das Live and Die. Okay, da geht Gesundheit und Geld hoch, aber Frieden runter. Okay, vielleicht kann ich da noch ein bisschen das Upsi retten. Das ist gut. Das ist okay. Da ist nur Gesundheit runtergegangen. Und Geld hoch. Da geht nur was hoch. Da geht die Natur runter. Okay. Ich bin am Überleben, deswegen. Tanaka Mamiyu. Entweder grillen oder grillen. Okay, das ist zwei unterschiedliche Arten des Grillens. Einmal in so einem großen Grill oder über einem Grill. So ein Rotisserie-Hühnchen ist, glaube ich, Broil. Was auch immer. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, Speisen zuzubereiten. Manche Leute sagen, es gäbe auch andere Möglichkeiten, aber Mio ist anderer Meinung. Aber Mio ist sich in vielen Dingen oft nicht einig. Das liegt in ihrer antagonistischen Natur. Sie liebt Brettspiele, aber aus irgendeinem Grund wollen die meisten nicht mit ihr mitspielen. Ich sehe nicht den Grund, warum ich sie sterben lassen sollte. Ist okay. Die Natur sollte eigentlich ausgeglichen werden, oder? Was passiert jetzt? Habe ich genug Geld?
Nee, immer noch nicht. Ich vergesse das immer, dass ich erst das Gespräch machen muss. Deathspawn, I have been ruminating on the humans. They vex me. Todesbrot, ich habe über die Menschen nachgedacht. Sie ärgern mich. Why do they exist? Their presence still seems unnecessary. Okay. Would it all not be simpler without them? Warum gibt es sie? Ihre Anwesenheit erscheint immer noch unnötig. Wäre ohne sie nicht alles einfacher? Vielleicht. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, sie sollen alle gehen. Nein, wir brauchen sie. Das ist nicht unsere Aufgabe. Perhaps. We do still hold some control over the levers. Okay, also hat er mich da darauf angesetzt, dass ich alles kaputt mache. Dann bin ich aber beruhigt, I guess. Vielleicht haben wir die Kontrolle über die Hebel, aber trotzdem. Ehrlich gesagt, das geht mir alles zu weit. Ich glaube wirklich nicht, dass dieser Gedankenhang irgendwo hinführen wird. Ich bin nur hier, um Befehle zu befolgen. Könnte Mitch nicht irgendwie Unsterblichkeit erlangen? Es geht über meinen Kopf hinweg. Never mind my ramblings. I acknowledge your patience and loyalty. Ach, vergiss mein Geschwafel. Ich bedanke mich für deine Geduld und Loyalität. Eigentlich denke ich über Loyalität nach. Ich habe Gedanken über Loyalität. Dankeschön. I am all ears, Grimm. Ich höre dir zu, Grimm. Glaubst du nicht, dass das ein wenig zu einseitig ist? Es scheint nicht fair zu sein, weil ich keinerlei Eigenmöglichkeit habe. Egal. Es ist nichts Besonderes. Ich mag es nur zu machen, was mir gesagt wird. Okay, ist ein bisschen zu einseitig. Such is the nature of loyalty. Das ist die Natur von Loyalität. Nicht ganz. Du bist nur arrogant. Immer anfordern. Niemals zurückgeben. Ich schätze. Egal. Well, I appreciated the discourse. Good night. Ich schätze unseren Diskurs. Gute Nacht. Moment, ich habe noch nicht mal meine tägliche Rezension bekommen. Oh, right. Slipped my mind. Well, if it is that important to you. Oh, stimmt, wenn es so wichtig für dich ist. It seems you marked fewer deaths than necessary. Es scheint, dass du weniger Tode als notwendig markiert hast. Enjoy your reprimand. Genieße deine Reprimand. Now depart. I have things to contemplate. Warte, es hätte durchgehen können? Ah, ich hätte echt drei töten sollen. Okay. Ich habe kein Geld bekommen. Warte, um uns herum wird die Welt immer andersfarbiger, ne? Hm.